Heute Gorgo, der Gorilla-Chef, hat's nicht leicht. Für die Hyänen geht ein Traum in Erfüllung. Und Letizia, das Gürteltiermädchen, zieht ein. Die Leipziger Kiwara-Savanne. Gleich nebenan kommen merkwürdige Dinge ins Rollen. Achtung, zerbrechliche Fracht. Uwe, hey, meine Süßen, heute gibt's was Tolles. Euer lang gehegter Traum geht heute in Erfüllung. Eine Überraschung für die Hyänen. Jörg hat Großes vor. Event-Gastronomie. So, wunderbar. Hier haben wir den hin. Ein ganzes Bastelset hat er mitgebracht. Modell. So. Brütende Straußenhenne. Also die Hyänen, die finden die Straußen drüben auf der Kiwara-Savanne immer total lecker irgendwie. Da sind die immer ganz heiß irgendwie drauf, wenn die hier vorbeiwuscheln. Wahrscheinlich, weil die auch immer so mit ihren Flieschen so komisch machen und so. Und das ist schon wahrscheinlich so ein Traum von denen, da mal sowas, ja, hier zu bekommen. Ne? Deswegen baue ich den heute mal. Ich habe hier so einen Bausatz zusammengestellt mit lieben Kollegen und lieben Leuten. Da sind wirklich viele dran beteiligt, muss ich sagen. So, jetzt machen wir als erstes, mache ich dann eine Füllung. Und dann müssen wir natürlich erstmal den Körper ein Stückchen aufschneiden hier. Und kein Straußenkörper ohne Eingeweide. Jörg hat an alles gedacht. Und das ist vor allem immer schön gesund für die Hyänen. Da ist also Brokkoli mit drin und Möhre und Blut. Das kommt auch noch mit rein. Und das wird der Hals. Da machen wir natürlich auch noch ein bisschen Füllung rein. Ne? Ja, und schon hat der Strauß den Hals voll. Gut, dass die Nachbarn nicht wissen, was hier gespielt wird. Pedro, das Kugelgürteltier. Vor wenigen Wochen ist er nach Leipzig gekommen, ein Alleinstehender. Doch das soll sich jetzt ändern. Pedro kriegt eine Frau. Wie heißt sie denn? Sie kommt aus Prag. Sie können leider kein Tschechisch, aber sie heißt Letizia. Aha, cool. Schönchen. Eine Waage haben wir auch schon. Habt ihr schon Gewicht von ihr? Die ist erst seit, was haben wir heute? Heute ist Freitag. Hm? Sie ist etwa seit Mittwoch hier und bisher haben wir sie nicht gewogen. Da würde ich vorschlagen, dass wir sie mal wiegen, dass wir das erste Gewicht von uns haben. Sehr schön. Ich wusste auch nicht, dass ein Gürteltier über Nacht so viel Dreck machen kann. Ja. Aber? Die kleine Tschechin. Das geht gar nicht auf. Noch in Quarantäne. Da würde ich sagen, wiegen wir sie mal, hm? Ja. Hallo. Hallo, Gürteltier. Danke. Das hat sich komplett zugedeckt. Es hat uns schon gehört. Es ist schon eine Kugel. Ist nicht schlimm. Komm her. Oh, die Wurst kann sich aufspringen und wegrennen. Es können schnell sein, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Berichte, dass die südamerikanischen Kinder halt wenn die Kugelgürteltier Fußball spielen und so. Aber die sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen mit dem Springen. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Oh, ja, weil ich die kleine Maus ja auch nicht kenne. Und da wiegen wir sie jetzt einfach schnell, hm? Ja, schnell. Nicht, dass sie noch aufspringt. Guck mal, wir haben sogar ein anderes Körbchen. Nee, mach mal lieber den Eimer. Na, dann müssen wir nochmal, stell mal aus und leg nochmal ein. Doch, kein lila Eimer. Dann ja. Huch! Wie sieht es ganz aus? Hallo? Sie verlässt uns. Die Waage sagt nein. Waage kaputt. Oh, so war das nicht gedacht. Bei den Gorillas. Da gibt's einen unumstrittenen Chef. Gorgo. Der Silberrücken. Und bei den Pflegern haben die beiden das Sagen, Frank Schellhardt und Nico Schenk. Ja. Sie gucken vorbei, ob Gorgo seine Truppe im Griff hat. Er hat ganz schön zu tun. Hat zwei Frauen, eine Hauptfrau
und eine Nebenfrau. Hier unten haben wir jetzt seine zwei Mädels. Das ist die eine, die hier auf den Bäumen liegt, das ist die Berengika. Das ist das ranghöchste Tier von den Mädels hier in der Gruppe. Und die da oben am Seil sitzt, das ist unsere Bebe, das ist das älteste Tier hier in der Gruppe. Und die ist auch die rangniedrigste. Sind ja nun die zwei Mädels. Gorgos Problem, die beiden Frauen sind sich nicht grün. Eifersucht. Ja. Hier ist es natürlich so, dass es eine Hauptfrau ist und das ist halt Berengika. Und sie ist dann auch immer ein bisschen eifersüchtig, wenn Gorgo sich jetzt halt vielleicht um Bebe kümmert. Oder man sieht jetzt zum Beispiel mal, dass Gorgo Bebe deckt. Dann ist auch Berengika jemand, der dann dazwischen geht und das halt nicht unbedingt möchte. Also es ist schon so die Hauptfrau. Möchte gern die Hauptfrau sein. Ja, und Berengika, die Hauptfrau, sie macht immer Stress. Ärgert Bebe, wo sie nur kann. Die Zicke. Er weiß, wenn die zwei Mädels streiten, dass meistens die Berengika schuld ist, weil die Bebe sich wirklich nur zurückhält. Also sie sitzt eigentlich viel einfach nur da, wenn Berengika in der Nähe ist. Und das weiß er auch. Und deswegen jagt er auch nie die Bebe, sondern wenn jemand dann dran ist, wenn die Mädels sich streiten, ist es eigentlich die Berengika, weil sie auch meistens Schuld hat. Tja, mit zwei Frauen hat man es nicht leicht. Dabei, am liebsten hätte er einfach seine Ruhe. Und dann hat er auch noch drei hyperaktive Kinder. Gehen ihm manchmal ganz schön auf die Nerven. So süß die auch sind. Aber manchmal reicht's. Und das ist jetzt halt einfach ein typisches Gorilla-Verhalten, dass er einfach nur zeigt, ich bin hier der Chef in der Gruppe. Und es ist auch so, dass bei den Gorillas dann die Mädels eigentlich einen Rückzug machen, weil sie natürlich nicht von ihm jetzt irgendwie gedrückt werden wollen. Und drücken nennt man das in dem Sinne, weil wenn er jetzt den Mädels zeigt, dass er der Ranghöhere ist, nimmt er sie meistens im Genick und drückt sie auf den Boden. Da wissen die Bescheid und dann ist das Ding gegessen. Es ist natürlich jetzt für ihn auch ein bisschen, okay, die rennen jetzt alle um ihn rum, warum auch immer. Und wenn er dazu jetzt keine Lust hat, dann ist es natürlich so, setzt er sich hin und dann zeigt er auch mal, dass er der Chef ist. Immer Chef sein, immer die Verantwortung. Kein leichtes Los. Ja, aber er ist der Chef der Gruppe und wenn man Chef sein muss, dann muss man auch mal durchgreifen. Die harte Hand des Chefs? Naja. Gorgo kennt das Geschäft zur Genüge. Naja, vielleicht hat er jetzt ja mal ein bisschen Ruhe. Unweit der Savanne bei den Hyänen nimmt Jörgs Straußenhenne langsam Formen an. Das wird Kopf. Der Kopf. Ein besonders vitaminreicher, knapper Spaß. Und schön bunt. Schließlich ist das Auge mit. Die fressen ja auch gerne Früchte hier hin. Und nun fehlen, nach Schnabel und Augen noch, Bürzelbeine und Federn. Das ist ja ein brütender Strauß. Und Bananen fressen sie natürlich auch gern. Ups. Das ist ja eine brütende Henne, die kommt rundherum. Ja. Da füllen wir natürlich auch ein bisschen die Beine damit. Da sind ja reichlich Eier. Ein Teil der Schale fressen sie mit. Ist ja auch gesund, ist ja Kalzium. Straußen haben ja immer große Gelege. Deswegen habe ich schon viele Eier mit. Das ging doch rucki zucki und sieht doch duft aus, oder? Unverkennbar. Meine Straußenhenne. Ja, einen Namen kann man ihr nicht geben, weil es ist natürlich schnell dann erlegt, das Tier, denke ich mal. Gerade geboren, weißt du. Nun ist es Zeit, die Hausbewohner und den Neuzugang einander vorzustellen. Na, wer hat denn hier mehr Angst? Gondwanaland, eine kleine Welt für sich. Hier kann man getrost auf den Mantel verzichten. Und genau da beginnt das Problem. Bei 26 Grad Lufttemperatur haben sich ungebetene Gäste breit gemacht. Und denen will man jetzt an den Kragen. Chef des Projekts ist Kurator Fabian Schmidt. Er und sein Team setzen auf eine kleine grüne Armee von
Korallenfingern. Wir haben diverse Insekten und Spinnentiere zum Beispiel. Und die Funktion von den Fröschen ist eigentlich dort eben diese etwas im Schach zu halten, im Bestand. Also sie sollen sie fressen. Die Rekruten werden zu schlagkräftigen Trupps zusammengestellt. Handverlesen von Andreas Seeger. Ja, die sind halt noch recht klein und zerbrechlich und hüpfstark. Aber funktioniert schon. Hungerhaken sind. Quasi Jagdbefriedigung, Froschjagd. Und wie gesagt, so ein paar Frösche sind ja auch schön anzusehen. Also bei der Menge kommt vielleicht auch mal einer in Besuchernähe und man sieht den dann vielleicht, wenn man ein bisschen beobachtet. Doch nicht nur das Publikum wird sich über hungrige Mäuler freuen. Also wir haben unter anderem bei Tieren ein bisschen Probleme, gerade bei den Tapien sind sehr viele Fliegen. Und dann gibt es ja auch Insekten, die Schaden an den Pflanzen verursachen können. Und das ist einfach eine zusätzliche Maßnahme. Das dürfte nicht passieren. So, jetzt haben wir 4 Eimer. Ja. Ja. Wenn wir einen noch stehen lassen. Und je 15 drin? So, ja, so ungefähr. So auf die Zwischenlegen, wo wir immer lang marschieren. Na dann, auf zum großen Fressen. Ist ja genügend da. So, also ein Kilo. Oh, ein kleines Mutzel. Die technische Panne behoben. Letizia, ein Leichtgewicht. Petrus zum Beispiel, er wiegt 1330 Gramm. Na, und sie wiegt jetzt ungefähr so ein Kilo. Und jetzt vom ersten Blick her sieht man das auch, sie ist wirklich kleiner. Ja, wir müssen mal gucken. Also das ist der Kopf. Jetzt hat sie wieder einge. Das ist der Kopf, das sind die kleinen Kopfhaare. Das ist die kleine Nase. Und das ist hier der Schwanz. Unglaublich. Sowas. Und da ist ein Kilo für ein Mädel, denke ich, normal. Kein Grund zur Sorge, wie es scheint. So, dieser kleine süße Ball. Obacht. Also, hier sieht man jetzt auch ein bisschen das kleine Ohr. Hier ist es, die Ohrmuschel, sieht man etwas. Und jetzt wird umgeräumt, damit sie es gemütlich hat. Jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, der Bodenuntergrund muss ein bisschen weicher sein, weil sonst tut die sich auch ihre kleinen Pfötchen da zu aufreiben. So, mal gucken. Man muss hier auch bei den Lampen auch drauf achten, besonders auch wenn man halt Enten oder andere Tiere hält, dass es nicht zu nah am Heu bzw. am Stroh liegt, weil das ja sonst ein kleines Feuer entstehen könnte. Ich denke aber, es wäre vielleicht auch besser, wenn wir die Kiste da drunter stellen, dass da wieder eine kleine Wärme entsteht. So. Es ist jetzt erstmal alles ein Test. So, erstmal gucken. Ja, erstmal gucken. Wie Letizia das mag. So. Ich glaube, der Karton hat jetzt ausgedacht. Ja, in den letzten Tagen. Vielleicht ein Haus aus Holz statt aus Pappe? Einfach mal probieren. Okay, und da würde ich jetzt sagen. Oh, ich guck. Hallo! Na? Guten Tag. So, gut mal. Zu zerlegen. Das setzen wir es mal hier hin. Und in der Hoffnung, dass es, dann kannst du es so ein bisschen aussuchen, wo es hin will. Ob wieder in seinen Karton oder in der Holzkiste. Und wir sehen es dann auch gleich mal ein bisschen aktiv, ob alles in Ordnung ist. Alles fremd.
Aber gucken könnte sie ja mal. Was? Unglaublich. Letizia. Und wo möchte sie denn wohnen? Im Holzhaus? Oder im Pappbungalow? Oh nein, sie geht wieder in ihre Pappkiste. Nein. Ach Mensch. Hm. Okay. Touché. Das hat sie sich jetzt selbst ausgesucht. Lieber was Vertrautes. Das kann man verstehen. Und schon bald steht ein nächster Umzug an. Die roten Sichler. Alle schön rot. So wie es sein soll. Alle, bis auf einen, der sieht irgendwie mitgenommen aus. So. Eine Delegation von Tierpflegern, Kuratoren und der medizinischen Abteilung nimmt sich jetzt der Sache an. Der sitzt bestimmt unten. Wir können mal von dort gucken. Der ist bestimmt hinten in der Ecke. So viele Interessierte. Klar, dass der erstmal lieber abtaucht. Also unten sehe ich niemanden. Verschollen. Ist er weg. Nur wer kann ihm das verdenken? Der steht ja ungemach ins Haus. Wir haben jetzt vor, wir haben einen Sichler, der sieht so gerupft aus. Und da wollen wir den jetzt fangen und wollen den ein paar Federn ziehen. Und wollen die Federn mal untersuchen. So, wo ist er denn? Tja. Jetzt wird's ernst. Ja, geht mal durch. Ist gut. Na, ist gut, geht hinter. Geht hinter. Hier machen wir jetzt hier hinter. Jetzt ist er wieder. Warte, der kommt. Oh, das sieht schlimm aus, hä? Schließlich doch dingfest gemacht. Nun gibt's viel Federlesen. Wir machen's aber draußen, hä? Oder wollen wir's hier gleich machen? Gorgo versucht, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Doch wo er auch hingeht, die Kleinen lassen ihn heute einfach nicht in Ruhe. Papa ist heute dran. Schönes Bild, ne? Und eigentlich wie die Kinder neben ihn spielen. Ne? Entspannt im Moment. Das ist gut so. Es würden sich nicht alle Gorillamänner bieten lassen. Ja, dass die Kinder so neben den Vater so spielen direkt. Ja, eigentlich so in seiner Ecke, das ist nicht immer so das Übliche. Daran sieht man auch so, dass absolut entspannte Situation jetzt ist. Was soll er auch machen? Am liebsten ein Nickerchen. Aber man lässt ihn ja nicht. Können wir mal hingehen. Das ist natürlich eben auch was Schönes, was wir jetzt gerade sehen, wenn so eine Kindergruppe mit da ist, dass die jungen Gorillas sich natürlich dann auch immer mit so ein bisschen animiert fühlen, so an der Scheibe dann mit rumzuspielen. Also Kontakt zu Besuchern ist dann für die auch immer mit eine tolle Sache. Gerade die kleine Zola, die kann da sich mal dann an die Scheibe mal kloppen und sowas. Ein Spiel
unter Gleichaltrigen. Da findet man dieselben Sachen toll. Natürlich, wenn hier ganz viele kleine Kinder sind und wenn man gegenklopft, erschrecken die auch mal oder gehen mal einen Schritt zurück und das ist natürlich für die dann auch interessant. Und deswegen zeigen sie natürlich auch hier, ich kann klopfen und das ist laut und ich bin schon groß und deswegen ist das natürlich jetzt toll für die, wenn hier ganz viele Kinder sind, da kann man mit denen spielen. Gorgo ist nicht so begeistert von dem Gebalge der Sprösslinge. Weil man sieht jetzt auch, dass er permanent gähnt und schon ein bisschen müde ist. Aber na gut, die Kinder wollen jetzt erstmal spielen und da lässt er sie heute auch mal. So ist er, der Gorgo. Müde, aber ein richtiger Familienvater. Jörgs Straußenhenne brütet noch. Doch die Ruhe am Nest ist trügerisch. Da schaut her, was ist denn das, hä? Ganz aufgeregt, hä? Was ist das? Na fein. Hey da. Wie wasche ich denn das, hä? Ganz klasse. Hallo Panga, die fängt schon an zu knuspern dort hinten, hä? Jetzt. Gut, die muss erst mal in den Strauß ruppen. Siehst du, ich hab gesagt, die Kleine, die stürzt sich erstmal auf die Pferde. Die finden das klasse. Jetzt muss ich ihn machen. Oh, der Hals, der Hals. So wär's er tot. Jetzt war's er tot. Strauß erlegt. In freier Wildbahn wäre das kein Pappenstiel. Im Rudel könnte ich es mir vorstellen, dass sie ihn erlegen können. Aber in der Regel sind die Straußen doch sehr, sehr wehrhafte Vögel. Also die erstmal können sie sehr schnell rennen, sehr gute Kurven schlagen. Und da würde die Hyäne, also denke ich mal, schon ein bisschen das Nachsehen haben. Da rollen bestimmt jetzt Eier raus. Oh ja, jetzt riechen sie durch das Loch, was drin ist, wo der Hals drin steckt. Da riechen sie natürlich auch das Innenleben. Ne? Aber wie vorsichtig die rangehen, die großen Kerle, die, sagenhaft. Ja, das ist schon wieder so die Rangeleien, wenn es ums Futter geht. Ne? Er kriegt da immer so eine Unterweisungsstunde am Tag, mal zweimal. Maputo, da muss ich schon langsam dran gewöhnen. Wird ja langsam erwachsen, der Junge. Kommt das Jahr wieder zwei, dann ist das Spaß restlos vorbei, wenn es ums Futter geht. Lupanga gönnt den Männern keine Freude. Und die Pferde, das ist natürlich geil, ne? Das finden sie klasse. Daran sieht man auch, dass er schon die eigentlich ganz lecker finden. Jörgs Bausatz, brütende Straußenhenne. Falls mal einer nach einer ausgefallenen Geschenkidee sucht. Ganz einfach nachzubauen. Und vollständig biologisch abbaubar. Für die ganze Familie. Ein Spaß. Das ist wirklich ein Festmahl, ja. Und da haben sie heute eine ganze Ecke noch was zu tun. Also den Kürbis, den zerlegen die restlos. So sieht es dann aus, wenn der Bausatz eines brütenden Straußes aufgefressen ist. Strauß ist aus. Der nächste Bausatz wird grasendes Zebra. Spezialeinsatz im Gondwanaland. Die Kammerjäger auf dem Weg ins Krisengebiet. Und beim Tapir direkt? Ich hatte beim Tapir direkt. Beim Tapir da beim Auto irgendwo. Machen wir vom Wasserfall aus. Ja, ja, eben. Ja. Na, machen wir erstmal zum Kammerjäger. Hier hinten sind auch viele Spinnen. Hm. Ja, mach doch hier mal 5 oder 6. Ja, mal gucken, wie viele gehen. Guck
Guck mal, ein Blatt halte ich dran fest. Die erste Brigade. Zwei. An der Insektenfront. So. Sturm aufs Buffet. Auf der anderen Seite vom Baumstamm. Da würde ich gerne noch welche rauslassen. Und, aber hier unten über auf der Anlage können wir auch noch welche rauslassen. Über den Baumstamm rüber und dann auf der anderen Seite. Da sind ja auch die beiden Blumentöpfe. Und viele Fliegen. Hoffentlich. Flutsch und weg. Oh, ich sehe Froschparadies hier. Und vom Paradies geht's dann direkt zu zwei akuten Härtefällen. Laila. Fein. Laila und Kopashi. Noch ertragen sie die Plagegeister mit Geduld. Also die Tapire sind einfach mal voller Fliegen. Also wir machen da auch künstliche Gegenmaßnahmen, also Fliegenfänger und so. Aber die haben schon ziemlich Probleme, also in den Augen gerade und so sind die regelmäßig mit Fliegen voll. Alles noch im Rahmen, aber man muss ja dann auch frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen. Wir haben von Anfang an, das ist jetzt nicht eine Notfallmaßnahme, die wir, sondern wir haben von Anfang an gewusst, dass wir solche Tiere einsetzen werden und einsetzen müssen. Das war von Anfang an geplant. Das ist alles eine Frage des ökologischen Gleichgewichts. Warte, hier unten? Verteilen wir ein bisschen. Ich will erst mal ihn auf dem Auto setzen. Den Fahrer. Sind natürlich jetzt nicht nur die tagaktiven Insekten, die Probleme machen, sondern auch Motten, die jetzt hauptsächlich in der Nacht aktiv sind. Und die Frösche sind ja auch vorrangig nachtaktiv. Also Laubfrösche sind ja im Allgemeinen, wie gesagt, dämmerungs- und nachtaktiv. Und da werden die sich dann schon dran gütlich tun, hoffentlich. Schau. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Hunger. Na dann Mahlzeit. Der rote Sichler. Jetzt muss er federn lassen. Warte mal, wo willst du denn die Federn ziehen? An der Brust? An der Brust, da mache ich so. So, da habe ich schon so. Der Gerupfte wird noch mehr gerupft. Das ist wichtig für den Laborbefund. Es gibt einen üblen Verdacht. Parasitenbefall. Wir vermuten, dass es irgendwelche Milben sind, irgendwas Kleines, was man jetzt mit bloßem Auge nicht wirklich sieht, was man unter dem Mikroskop dann deutlich besser sehen kann. Und dann vor allem von den Fachleuten nachgucken lassen. Denn es ist so ein bisschen mysteriös, warum der jetzt so extrem schlechte Federn hat. Und deswegen werden gleich noch ein paar mehr gezogen. So, warte, ich nehme die Beine. Nee, den will ich nicht unbedingt nehmen. Nee, den lassen wir da. Ja. So, man sieht wirklich so nicht, nur dass sie angefressen sind, ne? Ja, sie so hässlich gut aussehen, gar nicht richtig wie eine Feder aussehen muss. Kommt schon. Ja. Naja. So, dann machen wir mal. Hier kommt noch eine. Ja, klar, wir machen die jetzt kahl. Überall hat er kahle Stellen. Die Ursache muss im Labor geklärt werden. Passt nicht hier rein. Wenigstens ist jetzt erstmal diese blöde Prozedur zu Ende. Okay, ihr Lieben, ich muss. Danke dir. Tschüss. So, na ja, dann lassen wir uns jetzt überraschen, was jetzt so herauskommt. Mit dem hier haben sie sich's wahrscheinlich bis auf Weiteres erstmal verscherzt. Gut, der wird jetzt ein bisschen bocken erst einmal und nicht gleich ans Futter gehen, aber das gibt sich dann wieder. Naja, hoffen wir, dass die kahlen Stellen bald wieder schön rot leuchten. Hummel, das rote Riesenkänguru, ist nicht gut drauf. Die kleine Grisou will vielleicht nur aufmuntern.
nervt aber heute auch. Irgendwie. Es gibt Tage, da will man einfach nur für sich sein. Auch der Futterdienst sorgt nicht für bessere Laune. Schauen wir mal. Opa. Ist jemand da? Ja, eigentlich nicht. Oh, sind nicht alle schon da. Schön. Das Fressen überlässt Hummel den anderen. Frank Meier und Maria Vollring kennen das schon. Bei der Hummel, das ist ein erwachsenes, rotes Riesenkänguru-Weibchen, haben wir wieder ein Problem mit, wahrscheinlich wieder mit einem entzündeten Zahn. Sodass die rechte Seite, ja, die rechte Seite geschwollen ist. Und haben wir schon behandelt. Und das sauber gemacht, gespült und drainagiert. Wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Sie hat eine typische Känguru-Krankheit. In Zoos kaum zu vermeiden. Das kann durch das Hinzukommen neuer Tiere kommen, dass man sich dort aus einem anderen Bestand die Erreger holt. Und der direkte Erreger, der Leukoparzellose, ist ohnehin in den Tieren drin. Also das ist dann mehr eine Frage, ob er ausbricht oder nicht. Wenn man ein geschwächtes Tier hat oder sowas, oder ein besonders gestresstes Tier hat, dann bricht es dort aus und ist infektiös auch für die anderen Tiere. Doch genau hingucken muss man schon, um die Gefahr zu erkennen. Die Tiere verstecken im Allgemeinen die Probleme, die sie haben, weil sie damit entweder in der Rangordnung der Herde nach unten gestuft werden oder interessant für Fressfeinde werden. Dadurch wird das versteckt. Und deswegen werden die früh morgens auch aus der Hand mit Knäckebrot gefüttert, dass sie wirklich richtig nah rankommen, dass wir das schon im Ansatz sehen, sobald wir dort kleine Schwellungen im Kieferbereich haben, dass das verstärkt beobachtet wird und dann schon bei Zeiten mit Antibiotika behandelt werden kann. So kann man das meistens schon mal abfangen, dass kein mechanischer Eingriff mehr stattfinden muss. Doch bei Hummel muss heute eingegriffen werden. Franks Kollegen haben sie bereits von der Herde getrennt, hinter den Kulissen. Professor Eulenberger naht, die Urlaubsvertretung. Na dann, können Sie ja losgehen. Können wir fangen? Wir können fangen. Ja, können fangen. Du als erstes rein, wir warten draußen. David, am Schwanz, zack, und dann bloß halten. Und dann kommen wir rein und ich nehme erstmal die Hinterbeine. Du gehst vorne dran, ja, und du musst dann die ganze Zeit den Schwanz halten. Du kannst dann das eine Hinterbein mit übernehmen. Okay? Na dann, darf in den Kampf. Die Tür mache ich. Und zügig, wenn die aufgeregt ist. Laila, genau wie Nora, hochschwanger, die beiden Stuten. Für sie beginnt jetzt der Mutterschutz. Sie sollen aus der Menge rausgefischt und zur Nacht extra gestellt werden, zur Sicherheit, falls die Geburt beginnt. Eine knifflige Angelegenheit für Marco Mehner und Robert Ruß. So, Robert. Jo. Also ich mache das heute auch zum ersten Mal. Mhm. Nee, ehrlich, die sind ja bisher nicht abgetrennt worden. Jo. Und der Stefan sagte, der hat es wohl nur schon zweimal gemacht oder dreimal. Es war jedes Mal anders. Also mal kamen die Stuten zuerst, mal kamen sie zuletzt, mal waren sie in der Herde drin. Ja. Also müssen wir halt operativ und die entscheiden. Die packen wir jetzt hier in die Zweistellerin. Also es sollte so sein, dass die Laila da drüben steht, ja, und die Nora hier vorne in den beiden Boxen. Also wenn es geht, wenn das jetzt irgendwie nicht möglich ist und die stehen vertauscht, ist es auch nicht so schlimm. Mhm. Aber sie müssen definitiv abgetrennt werden. Mhm. Ja. Gut. Nora und Laila. Hier irgendwo müssen sie sein. Klar, am liebsten sind sie in der Gruppe unterwegs. Doch wo sind sie denn nun? Was willst du? Willst du vorne am Tor stehen oder soll ich vorne am Tor machen? Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Also pass mal auf, ich geh jetzt mal ans Tor gucken. Ja? Ja, mache das. Und dann sage ich dir, ob ich da vorne irgendwie, ob es mir gelingt, da schon irgendwas abzutrennen, wa? Wir können erst mal gucken. Das ist die Dolly. Dolly, die Chefstute. Die darf rein. Hauptsache, die Tür geht zu, bevor die beiden Dicken da sind. Komm.
Dann komm mal hier, komm. Hä? Scheiße, das war... Robert! Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sind die dabei? Ja, die hast du jetzt gar nicht gesehen. Zu spät. Nora und Laila mit reingerutscht. Nicht erkannt. An den Schwangerschaftsstreifen. Das sind Jupp und Esther. Zwei Silberäffchen. Esther, erst seit ein paar Tagen in Leipzig und schon eine gemeinsame Wohnung mit Jupp. In Gondwanas Hinterland, gleich beim Weißgesichtssaki nebenan. In ganz kurzer Zeit, seit Silke Einert sie betreut, sind sie zum perfekten Paar geworden. Die wollen nicht alleine sein und die sind wirklich, das sieht man denen an, wenn sie über eine lange Zeit alleine sind, dass sie ganz traurig sind und ziehen sich zurück. Und das sind eben halt wirklich kleine, gesellige Affen. Ja, die sind total froh, dass sie zusammen sind. Und unser Jupp, der ist ein ganz anderer geworden. War zurückhaltend gewesen und jetzt ist er eigentlich, ja, Beschützer. Er beschützt sie sogar ein ganzes Stück, ja, und ist ganz froh mit ihr. Na, mal sehen, ob Jupp auch beim Fressen noch so ein Gentleman ist. Heute gibt's was Besonderes. Heuschrecken. Ja. Normalerweise nimmt der Jupp seine Insekten aus der Hand, aber es kann natürlich sein, dass er ein bisschen verstört ist. Weißt du was, ich setze mit hier hin, wenn du jetzt wegsaust. So. Na, und ihr fangt dann schön. Hm? Ja, na, da gehen wir wieder. Hm? Aha. Man scheint Süßspeisen zu bevorzugen. Doch Jupp will mehr. Was ihm sein Eiweiß, sind Esther ihre Vitamine. Und bevor es doch noch Streit ums Fressen gibt, gibt's ja noch den Nachbarn. Vorne. Auf der rechten Seite legen. Hast du das obere? Schwanz kannst du loslassen. Schwanz kannst du loslassen? Känguru Hummel soll nun verarztet werden. Obwohl, so schlecht scheint es ihr nicht zu gehen. Die Behandlungen der vergangenen Tage hatten offensichtlich Erfolg. Nein, da ist nichts mehr drin. Ist auch schon ziemlich ausgefüllt. Nee, da passt gar nichts mehr rein. Jetzt haben wir Philipp. Ach, ich hab's auch nicht vergessen. Jemand ein Pullover übrig, den er mal kurz opfern kann? Wir haben 22, 23 Grad Außentemperatur. Was meinst du, wie viele Pullover momentan im Umlauf sind? Doch, ich hab einen liegen. Siehst du? Ja, kannst du mal den holen? Gut, dass es aber noch ein paar Fröstliche gibt. Ach du, so, könnte es die Spritzen schon geben. Spielung reicht, ist fast geschlossen. Das Schlimmste hat Hummel überstanden. Die Therapie hat angeschlagen. Das war jetzt einfach eine Wunschspülung. Weil vorher war eine Drainage drin, aber mittlerweile ist die Wundhöhle schon so verkleinert, dass man nichts mehr reinbringt. Und jetzt mit einer antibiotikdesinfizierten Wundspülung kann man das jetzt reinigen. Im Grunde genommen ist das jetzt abgeheilt. Es ist ja ein Zahn gezogen worden, wie ich erfahren habe. Naja, und wenn die Zahnhöhle dann ausgefüllt ist, denke ich, ist die Sache abgeschlossen. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann wiederkommt. An einer anderen Stelle. Die typische Känguru. Das kriegen oftmals sehr junge Tiere und dann wieder relativ alte Tiere. Die sind besonders anfällig. Und welche mit Jungtierbeuteln sind auch anfällig. Na ja. Und wenn sie, ja, das ist eine gewisse Belastung, zum Beispiel durch eine Trächtigkeit. Ja, seit 3 Monaten trägt Hummel den hier mit sich rum. Okay. Maria, wenn du dann loslässt, gehst du den Schieber aufziehen. Ja. So, dass die raus kann. Du hältst am Schwanz und lässt dann als letztes los.
Gibst mal erstmal das zweite Bein mit. Mach ab. Was? Kann ich? Ja, kannst du. Ja, machst einen Schieber auf. Achtung, ich lass los. Ab. Das war's für Hummel. Doch es bleibt immer eine Gefahr. Die Nekrobazillose. Wir wissen, dass es in der Natur auch vorkommt. Und selbst bei Ausgrabungen von etwa vor etwa 1 Million Jahren hat man Kängurus mit ähnlichen Veränderungen schon gefunden. Also eine Tierart, die dafür offenbar besonders disponiert ist. Oh, das hat ordentlich geschlaucht, dieser Zahnarztbesuch. Obacht. Jetzt hat sie sich hingelegt. Na, ist gut. Da hinten. Ich wollte bis jetzt noch mal gucken, weil Frank gesagt hatte, nicht, dass sie kollabiert oder so. Aber es sieht jetzt relativ ruhig aus, sage ich mal. Und ich lasse sie jetzt erstmal so. Ich mache jetzt mein Futter fertig. Dann werde ich wieder hier rübergehen, noch abfüttern, noch mal einen Blick drauf werfen und zum Feierabend dann noch mal gucken. Und ja, und Grisou ist auch wieder da zum Aufmuntern. Ist ja vielleicht doch ganz tröstlich. Hola, ey. Bei den Zebras wird noch sortiert. Die Schwangeren sollen separat übernachten. Guck mal, ob das die Laila ist, also die mit dem Omega auf der Flanke. Die Beten sind jetzt im 13. Monat, also im Prinzip mehr oder weniger kurz vor der Niederkunft. Und also Geburten in der Herde haben wir eigentlich noch nie gehabt oder haben wir noch nie praktiziert bei denen, weil A, sind die Platzverhältnisse nicht danach und B, ist es eben auch so, dass die untereinander ausgesprochen biestisch sein können und es kann im schlimmsten Falle auch so sein, dass eine ranghohe Stute, die auch irgendwelche Muttergefühle hat, versucht, dieser einer anderen Stute dann das Fohlen abzujagen. So, jetzt gehen die in den großen Stall. Obacht, langsam hoch. Die Herde nimmt die Schlafplätze ein. Die dicke Nora steht schon gut. Und Laila wurde auch ausfindig gemacht. Ist nun unterwegs in ihrer Einzelbox. Geh weiter, komm. Na bitte, keine Verwechslung. Trotz der vielen Streifen. Mach's mal halblang. Ne, das hat doch gut geklappt. Ja. Also die Laila, die wird wirklich nicht mehr lange brauchen. Ja, das ist schon die steht jetzt auch immer so mit, der Schwanz ist so abgestellt. Ja. Und die hat wirklich einen ganz schönen Bauch jetzt. Die hat einen ganz schönen Tornister dran, ja, auf jeden Fall. Aber das separat stehen hier, also wenn die dann immer drin sind, haben die damit überhaupt kein Problem. Das funktioniert eigentlich gut. Ja, und so verbringen die jetzt die Nacht hier. Und könnten ihre Fohlen zur Welt bringen. Pedro, das Kugelgürteltier, ahnt noch nicht, dass er bald verkuppelt werden soll. Letizia zieht heute nebenan ein. Seine zukünftige. Doch die ratzt noch. So, jetzt ist ja heute der große Tag gekommen, wo unser Gürteltier endlich ins Warme ziehen darf und praktisch als Nachbar von Petro, unserem anderen Kugelgürteltier, ins Gondwanaland darf und wir es jetzt einpacken werden und dann rüberbringen, damit es dort ein bisschen schöner hat, weil hier in der Huftierquarantäne ist es ja doch nicht so Kugelgürteltier geeignet und deswegen darf es heute umziehen. So, dann haben wir hier mal eine Kiste vorbereitet. Das Gürteltier ist jetzt bestimmt wach, aber da das sich ja meistens zusammenkugelt, wenn man hier kommt und uns noch nicht so wirklich kennt. Das Gürteltier. Da ist es. Letizia. Ganz verschlossen. Nicht mal die Nasenspitze guckt raus. Es hat auch Geräusche gemacht, also es lebt noch. Und daher müssen wir jetzt gucken, wenn es wieder aufrollt, wie es ihm so geht. Genau. Der geht zu und dann darf es umziehen. Alles klar, gut. Das Gürteltier zieht um. Na dann. Wir kommen noch mal.
Jetzt machst du mich mal überrascht, wenn ich schnell und zahnfest. Okay, also schwupp. Oh, das hat der Lasse aber echt schön gemacht. Er kommt da auch schon. Da ist er. Eine Einliegerwohnung. Liebevoll gestaltet. Der Dekorateur gibt sich bescheiden. Och, das war so eine 10-Minuten-Aktion. Ein bisschen Erde, ein bisschen Sand, ein Stein, ein Ast. Also jetzt die große Leistung war es jetzt nicht, aber es ist ja auch nur übergangsweise so Quarantäne-zweckmäßig. Da muss es halt auch einfach zu reinigen sein. Also hier haben wir noch den Ast schön drapiert. Das Auge ist ja bekanntlich mit. Aber halt, ich denke mal, für die kurze Zeit wird er sich halt auch wohlfühlen. Jetzt nicht losspringen, bitte. Hey. Letizia im Übergangsquartier. Das ist jetzt schon das zweite. Guck, da kannst du lang gehen. Es scheint die Klimaveränderungen zu merken, weil drüben sah es ja ganz anders aus. Da saß es halt nur in der Ecke zusammengerollt. Wenn sie sich hier eingelebt hat, wird sie ihren neuen Mann Pedro kennenlernen. Das Wichtigste ist erstmal, dass sie sich jetzt einlebt, dass sie gesund ist. Und dass es schön frisst. Und dass es sich wohlfühlt, zeigt sehr eindeutig. Ne? Baden, schlafen, fressen, saufen. So muss es sein. Na dann. Willkommen in Leipzig. Letizia. Das Riesenotterpärchen. Blau und Madija sind beschäftigt. Die beiden lassen sich nicht stören. Durch nichts und niemand. Ja, da seid ihr ja, ne? Ja, na was denn? Kommt ihr mal rein? Na los, da gehen wir mal rum. Na los? Die ihr Tête-à-Tête wirklich unterbrechen, das sehen Sie in der nächsten Folge. Außerdem, Gustav der Rüpel schlägt wieder zu. Und eine Sensation, kleine Quolls sind da. Das und viel mehr bei Elefant, Tiger und Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo.